Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Persona 5 The Royal. Wir haben das letzte Mal Kanoshiros Palast zum... Ich hätte gesagt zwei Drittel oder so gemacht. Wir haben ein bisschen viel Zeit mit mir, ein bisschen Zeit mit anderen verbracht. Vor allem wieder mit der Takemi. Und jetzt gehen wir ins Versteck. Oder gehen wir erst einkaufen. Ich habe 130.000. War ich jetzt letzte Mal gleich einkaufen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schau mal kurz. Hm. Ich möchte einkaufen. Okay, ich war. Das heißt, ab ins Versteck. Was nicht wirklich ein Versteck ist. Ich meine, ich stehe mitten in der Öffentlichkeit rum. Wie sind die? Ja, komm schon. Wir sollten diese Mission jetzt etwas ernster nehmen. Ich weiß, ob wir das nicht eh machen. Jetzt gibt's Dresche. Tresora. Was für Ding. So, aber das hier habe ich schon wieder komplett vergessen gehabt, muss ich zugeben. Also wieder um das Geld rumschwebt. Mal, da müssen wir was machen. Schutz. Die Sperre ist aktiv. Bitte erforderlichen PIN eingeben. Das Ding öffnet also eine der Türen. Hier steht etwas über dem Ziffernfeld. Rich, das ist ja widerlich. Wie kann man nur so vernarrt sein in sein Geld? Warte mal, da steckt bestimmt mehr dahinter. Könnte das mit dem Notizbuch zusammenhängen? Mal sehen, wenn ich mich recht erinnere, stand da R, C ist gleich 0, I ist gleich 1, H ist gleich 2. Das wäre dann 0, 1, 0, 2. The word rich. Ja, das ist dein Versuch wert. Übernimm du das, Joker. Ich finde das schon heraus. Wir überlassen das also dir. Der Schatz könnte dahinter sein. Dich was verwirrt, schau einfach in Kaneshiros Notizbuch. Es ist unsere irgendwas. Nutzen besteht bla bla bla. Ja, ich versuch's. 0. 1 0 2 Correct! Bewegt sich halt einfach mal das ganze Scheißding. Boah, die ganze Wand ist verschoben. Meine Vermutung stimmte also. Geld, ich brauche mehr Geld, ich muss reicher werden. Solange ich reich bin, ist alles möglich. Das ist Kaneshiros Stimme. Beobachtet er uns etwa? Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Das klingt eher wie die Stimme seines Herzens. Sieht so aus, als hätte er nur Geld im Kopf. Ach was. Er presst die Leute und kriegt seinen Hals trotzdem nicht voll. Was für ein elender Arsch. Viel wichtiger ist, dass die Nachricht im Notizbuch dem PIN-Code entsprach. Ja, es sieht so aus. Ich glaube aber nicht, dass es weiterhin so einfach sein wird. Die restlichen Passagen wurden rausgerissen. Auf den Seiten stehen sicherlich wichtige Informationen. Lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir sollten uns umsehen und nach Hinweisen suchen. Gehen wir tiefer rein und suchen nach den PIN-Codes. Da geht es dann auch Gegner schon. Ne? Da geht es dann irgendwie durchgehen. Was ist denn jetzt das schon wieder? Ach, da komme ich. Ah, stimmt. Ja, jetzt komme ich wieder mit. Sind da Gegner? Ja, das sind Gegner. Da komme ich so nicht vorbei. Das heißt, wir gehen. Auf ihn mit Gebrüll! Ist das der eine? Oder ist das ein neuer? Ach, das ist der eine. Was hat er gehabt? Schwäche Psy. Ja, dann haut drauf. Mit Psy mir dich weg, ey. Mach mal, da ist er. Psyo! Oh. 26, der Hund. Alter! What? Mistkerl! Puh.
prügel ihm die Scheiße aus dem Leib, ey. So. Alter, was 700? So stark war heute auch, oder nicht? Ist doch eigentlich schon Kriegserklärung. Wütend bei allen Gegnern. Wohnen. Bei einem Gegner. Erhalten von 25 EP, auch wenn er nicht am Kampf teilnimmt. Buße zu fügen. Eisbruch. Rest weg. Jo. Wutdings scheint auch gut zu sein. Na, was ist denn das? Ah, das wird für die Kameras. Was können wir hier machen? Ja, da geht's in den Raum rein. So, Morgana, Skillboy. Und wer bist du, mein Hübscher? Oh, ihr seid neu. Fieser Unhold. Ich hab mich jetzt auch gewundert. Wie sieht man jetzt eigentlich, dass das... Ah, okay, geht bei dem mit. Ja, komm, Maragi. Resistent, du Arsch. Mafrei, auch nicht. Dann eben Mazio. Riesenhieb. Okay, was haben wir noch? Mapsi. Ach komm, mach mal einfach so weiter. Was, sowas blockt? Oh oh. Alter, ernsthaft? Verdammten Nervensägen. Ach nein, warte, sowas blockte. Eis und Garu wissen wir noch nicht. Ja, wow, es ist immer fast das Letzte, was sie ausprobieren kann. Und... Oh, 224 EP, aber nicht schlecht, ne? Ich sehe mir sogar die Fußspuren. Heilperle. Blass gesehen, aber das ist echt verdammt hässlich. Und ein Sparschwein, ziemlich offensichtlich, dass er nur ans Geld denkt. Kontrollterminal. Vielleicht die Steuerung gefunden. Können wir hier etwas tun? Oh, seht mal, der Rollladen ist weg. Wir können weiter. Alle Wachen aufgepasst, aufgepasst. Die Ratten haben jedes Deck infiltriert. Verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Sie dürfen nicht weiter vordringen. Beschützt das goldene Schwein um jeden Preis. Er tobt förmlich vor Wut. Er will uns wirklich von diesem goldenen Schwein fernhalten. Ich bin sicher, dass er von diesem hier geredet hat. Echt verdächtig, wenn ihr mich fragt. Was war das jetzt? Herausgerissene Seite. Das P ist gleich... Was war das? 1? Nee. I. Der Deck ist eingerissen. Vielleicht stammt es ja aus Kanishinos Notizbuch. Oh, dann ist das ein weiterer Teil vom Code. Das hilft uns sicher weiter. Im Herzen ein D. Jetzt müssen wir erstmal wieder hochhalten. Morgana! Hopp, oink, oink, komm her, kleines Hündchen. Ist eh wieder dasselbe. Oh nein, was soll ich nur mit denen machen? Wie soll ich die denn besiegen? Vielleicht mit Mabufu? Ey, ich habe eine getroffen, was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, aber die sterben immer. Leider. Elende Schweine. Domina. Schlafen bei Gegner.
Hä? Ja gut, dann hauen wir drauf. Wo ist er, Wuff? Nur weggepeitscht. Wer würde nicht gerne mal weggepeitscht werden? Ein Geschmack. Ach ja. Ist hier eigentlich noch irgendwas, was ich abkassieren kann? Scheinbar nicht. Pin-Eingabe Reap steht drauf. Reap, also das englische Wort für Ernten. Warum hat er so ein komisches Wort? Die Menschen als wandelnde Geldautomaten erhält das Geldeintreiben nur für eine Ernte. Kann ich dir das echt bis ins Mark verdorben? Er ist verdammter Gangster, Alter, und jedes Mal seid ihr überrascht. Dass die Vorhandlung abläuft, dann sollten uns die Hinweise helfen. Das Passwort finden wir richtig. Nennen uns nicht die Infos an, die wir schon haben. Wie kann ich die Infos anschauen? Vor den Pin eingeben. Probier's. Wo kann ich die Infos anschauen? Rich. E und A fehlt uns noch. Du bist da. Nochmal überdenken. Wir brauchen erst noch die andere Seite. Es sind immer zwei Dinger da. Immer zwei. Also, wenn zwei da sind. Hört sich jetzt auch irgendwie komisch an. Oh nein, was sollen wir nur tun? Zack. Mal schauen, was bist du für ein Genosse? Da ist so ein Ding dabei. Oh, da ist ein Schatz dabei. Warte mal, ich kann abgeben. Wie schaut's mit der aus? Schwach gegen frei. Oder schwach gegen Ziel. Also machen wir hier mal frei noch rein. Übergabe an Joker. Alter, 728! Ey, der hält ja gar nichts aus, wenn das seine Zeit Schwäche ist. Wenn es seine Schwäche ist, oder? Zack! Wie das Blut wegspritzt. Phantomblut. 25, Alter. Wir kommen echt gut drauf, wenn wir alles mitnehmen. Was ist hier? Nix. Wir kommen aber auch nicht auf, da können wir, glaube ich, runterspringen irgendwann. Was macht denn die da mit dabei? Mama. So, schön drauf. Jetzt, wenn das Ding dann explodiert, nimmst du die anderen zwei auch mit. Bam! Alter. So ein Multi-Angriff und dann... Mann, das Ding ist schon krass, Alter. Das ist schon echt gerade. Gar nicht auf 23? Stimmt, der ist eins hinten dran, weil der mal beim Boss verreckt ist. Da hinten ist wieder ein Schweinchen. Ach, da geht's noch. Aha. Modellwaffe. Und ist das für mich? Wow, 10? Ach, die verwandeln kann. Muss ich dann auch mal wieder nachschauen, wie das eigentlich geht.
Ich will lieber das kleine Schweinchen haben. Ja gut, der ist eh gleich weg. Oh nein, was sollen wir nur machen? Sollen wir nur wissen, was wir gegen den machen können. Wir müssten seine Schwäche herausfinden. Während das Viech hier rumstöhnt. Achso, ja genau. Sio, mach's gut. Wobei das ein bisschen viel Magie frisst, sehe ich gerade, ne? Sollten vielleicht das normale Psycho benutzen. Was, der überlebt? Elender Bastard. Aufschlitzen. Doch, schlitz sie dir auf, du Sau. In der Seite 2. ES9, AS3. Jetzt können wir Rich machen. Eck ist ja auch ausgefranst. Perfekt, je mehr Hinweise wir finden, desto schneller können wir den Code lösen. Los, wir müssen zur Eingabemaschine. Nein, jetzt gehen wir erstmal weiter. Oh, wir kommen hier raus. Wobei ich mir auch die ganze Zeit denke, ist aber nicht sehr sicher sein Ding, wenn man mit einer Codekarte überall durchkommt. Nochmal. Ich bin vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ich muss mal schauen. Menü. Gegenstände. Alter, klar, ich muss sie jetzt hier anschauen. Warte mal, was ist jetzt da? Reap. R-E-A-P. R, also mit 0. R-A-P. P, war drin gestanden, ist gleich I. I ist 1. 0, 1. 0, 1. Re, A, P. Ne, 0, 3, 9, 1. Du, 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 0, 3, 9, 1. Mal was anschauen. Ja. 0, 9, 3, 1. Ja, ich hab's vertauscht. Das Geräusch, die Tür scheint sich wieder bewegt zu haben. Alles klar, hat funktioniert. Ha! Du hast deinen Zoll diesen Monat nicht mehr annähernd erfüllt. Schloss mit Entschuldigung, du musst jetzt den letzten Cent abernten. Schon wieder diese Stimme. Ich sorge schon dafür, dass du es verstehst. Leute, die kein Geld verdienen, sind wertlos für mich. Der rächt nicht mehr alle. Er hält Geld offenbar für wichtiger als das Leben eines Menschen. Was für ein erbärmlicher Typ. Ja, bringen wir schnell hinter uns. Die Tür ist bestimmt offen. Wir sollten so also zurückgehen. Was meinst du, Joker? Sollen wir direkt zurückgehen? Jo. Oh, sie ist offen. Das war die zweite. Wie viele gibt es denn noch? Das sehen wir dann. Gehen wir weiter. War, glaube ich, 4, ne? Den da und dann noch einen. Und dann kommen wir in die Mitte. Stimmt, das Code-Ding ist hier unten. Ja. Rechts ist ein Wurf, oder? Sind wir dann komplett unsichtbar, wenn wir uns halt bewegen? Dass die uns halt überhaupt nicht mehr sehen? Grad so, grad so. Warte mal, Ufo macht 4 bloß aus. Nur mal ein bisschen sparen.
Übergabe, zack. So, schön drauf. Ist natürlich einfacher, wenn man alle auf einmal erwischt, aber... Es kostet einfach zu viel SP. Da ist eh nix. Da ist ein Schweinchen zum Mitnehmen. Zack. Schnipp, schnapp, der Schädel ab. Da ist die. Was waren das von denen? Schwach gegen Garu. Ah, hab ich doch für euch dabei. Übergabe. Frei sind die. Bisschen sparen. Ist mir vorher schon aufgefallen. Ich hau halt mit meinem SP rum, blöder. Ja, einfach mal drauf. Immer alle erwischen, immer auf alle machen. Alter, 25, Mann, geil. Feuerbruch. Verhindert Feuerresistenz. Wie krieg ich denn das weg? Ach Gott. Da hinten ist ein Haken. Ja, lass mich doch erstmal machen. Hä? Die Tür scheint anders zu sein, als die anderen zu sein. Sie ist aus glänzendem Gold. Und da ist auch noch dieses komische Schwein. Das soll dann erstmal auf Erkundung gehen. Dieser Zugang steht nur angestellt, der kann die Shiro-Bank offen. Jetzt zeigen Sie Ihre Schlüsselkarte vor und zahlen Sie 10.000 Yen. Ich verstehe, dass Angestellte ihre Schlüsselkarte zeigen müssen, aber auch noch bezahlen und das nicht zu knapp. Das betrachtet sogar Kaneshiro seine Angestellten als Ressource, die er anzapfen kann. Sicher, er wird ein bisschen damit verdienen, aber viel kann es nicht sein. Was sollen wir machen? Ich finde... Ja, komm, mach. Echt jetzt, Mann, was für eine Verschwendung. Ja, Alter, ich will wissen, was dahinter ist. Gieriger Bastard, Alter. Alter, wir müssen sogar. Und mir kriegt er das letzte. Oder eins der letzten Seiten. U ist gleich A. Alter, sind doch beide. Okay. Weißt du, die ganze Zeit ist es so gewesen. Und das einmal, wenn ich sag... Was ist das da? Altes Portemonnaie. Und einmal, wenn ich sag, ja, das ist immer so. Schon, ist es eben immer so. Dietrich. Wir müssen dann auf jeden Fall mal wieder Dietrich hier machen. Goldene Weste. Ausrüsten. Alter, goldene Weste hat nur 114. 114. Makoto hat nur 88. Sie kriegt die goldene Weste. Ach so, ja. Ja, stimmt, die Truhe dahin brauchen wir ja eh haben. Alarmkapsel. Komm her, mein Freund. Hey, nicht so schwarz sehen, ja. Aha. Ihr war doch mit. Oh ja, Garu. Na, Garu, ich muss euch eins rein. Ja, meine Dinger waren auch mal besser. Meine dämlichen Sprüche. Wobei, er ist eigentlich so dämlich, dass er schon wieder schlecht ist, dass er schon wieder. Nein, ich höre jetzt lieber auf. Also, warte, ich könnte auch. Kann ich den denn übernehmen? Ach, verdammt. Was?
kommt der Scheiß jetzt zustande? Einmal bitte sterben, danke. Sie ist nicht der Hammer, sie hat Fäuste. Koppa Tengu auf 16. Weißt, der war eigentlich gar nicht geplant, der Penner. Den wollte ich eigentlich nur zum... wie sagt man... zum Fusionieren wollte ich den, glaube ich, nehmen. Irgendwie sowas. Und dann habe ich gemerkt, okay... Es gibt hier zu viele Wuchs, Alter. Die hätten wenigstens ein paar unterschiedliche Beneidungen können. Nein, es ist immer dieselben. Panther mit dem Maschinengewehr, Alter. Für was treffen lernen, wenn man doch einfach draufhauen kann. Eigentlich war bis jetzt der Ryuichi der am unnützesten, oder? Also das soll jetzt nicht heißen, dass er an sich unnütz ist, aber in dem Level. Ich glaube, das soll ich vielleicht doch lieber einen Boost mitnehmen. Weil gerade gegen jeden Wachhund brauche ich Eis.